Ich habe jetzt hier mal den Neumond abgebildet, den wir morgen erleben dürfen um 21:31 Uhr ist der nächste Neumond. Und ich habe das jetzt hier auf Hamburg berechnet, den Neumond. Weicht Meine jetzt Tochter wird geringfügig morgen ab von 18, den wollte Orten, ich wo dir ihr nur mal seid. sagen. Aber ich denke, es wird überall ein Krebsaszendent sein. Es ist auch nicht so wichtig, welchen Aszendenten wir gerade da haben, sondern wichtig ist, was ist an den Konstellationen im Allgemeinen gerade los. Und ihr wisst ja wahrscheinlich schon, dass wir seit gestern rückläufigen Merkur wieder haben. Der ist gestern im Skorpion rückläufig geworden. Wir sehen ihn hier noch im Skorpion. Und er wird in den nächsten Wochen, 3 Wochen ist er ja rückläufig, bis in die Waage zurücklaufen. Wir sehen weiterhin, dass immer noch Mars rückläufig ist. Jetzt schon auch seit längerer Zeit mit Chiron rückläufig im Widder. Der bleibt uns noch bis zum 9.11. rückläufig erhalten. Und Merkur ist bis zum 2.10. rückläufig. 2.10. Elften, 2.11. 2.11. Verzeihung bitte. Rückläufiger Merkur. Rückläufiger Mars. Parallel dazu haben sich jetzt diese drei Planeten, die uns seit Anfang des Jahres quälen, nämlich Jupiter, Saturn und Pluto im Steinbock, wieder in die richtige Richtung gedreht. Die waren ja alle rückläufig jetzt über den Sommer. Und nun ist mit Pluto, der jetzt noch stationär ist, deswegen steht da dieses kleine S. Die drei Kräfte sind wieder dabei, wieder nach vorne zu rollen. Gleichzeitig ist als einziger Langsamläufer, nein, stimmt gar nicht, zwei Langsamläufer sind noch rückläufig, nämlich Uranus und Neptun. Neptun wird als nächstes bald direktläufig. Uranus braucht noch bis Jahresende, Anfang des Jahres, um wieder direktläufig zu werden. Ihr seht, dass diese drei langsamen Läufer, Pluto, Jupiter, Saturn, oder ihr seht es nicht, aber ihr hört es, dass die drei in einem T-Quadrat, nennen wir das, in einem anstrengenden Quadrat zu Mars rückläufig stehen gerade und dass Sonne, Mond, also der Waage-Neumond, dieses T-Quadrat vollendet bei diesem Neumond. Und das ist ein sehr angestrengter Aspekt. Also auch wenn der Neumond nicht wäre, hätten wir trotzdem ein Quadrat zwischen diesem rückläufigen, sehr aggressiven, passiv-aggressiven Mars und dieser Konstellation Pluto, Jupiter, Saturn, die kurz davor ist, sich aufzulösen. Ende November wandern Jupiter und Saturn beide in den Wassermann. Ende November, Anfang Dezember. Und hier ist gerade so ein ganz großes Thema von Endspurt. Wir müssen jetzt noch, sagen Saturn und Jupiter, unsere Themen hier im Steinbock in den nächsten Wochen durchdrücken. Ja? Wir müssen jetzt noch diese Richterin einsetzen in Amerika. Wir müssen jetzt unbedingt ganz tolle gleichgeschaltete Regeln für alle machen. Wir müssen bla bla bla. Genau dieses Gefühl ist gerade ganz, ganz stark. Und gleichzeitig eine absolute Sinnlosigkeit, diese Regeln durchzudrücken, weil der Mars rückläufig ist und quasi das Vorwärtskommen total hemmt. Es gibt kein klares Denken, das nach vorne gerichtet ist, wenn Merkur rückläufig ist. Aber er ist im Skorpion rückläufig. Das heißt, es wird noch mal ganz viel an Müll hochgekehrt, was in unserem Denken vorhanden ist, im Denken der Gesellschaft, aber auch im Denken von uns einzelnen Personen. Und eigentlich sollten wir gerade innehalten in den nächsten 3 Wochen auf jeden Fall und
gar nichts großartig tun, anstatt alle immer wieder aufeinander zu preschen, gegeneinander zu preschen, irgendwie zu versuchen, die Dinge, die sich unserer Kontrolle entziehen, zu kontrollieren. Ich glaube, das ist ganz stark das Thema dieses Neumondes. Immer wenn wir einen vage Neumond haben, geht es darum, Balance zu finden, sich auf das Gegenüber auch einzulassen und anzuerkennen, dass immer du und ich gemeinsam etwas zusammen beitragen. Ja, und das wird einem gerade sehr schwer gemacht. Die Kräfte, die sagen, Fortschritt, lasst unsere Fantasie ein bisschen weiterspielen, lasst uns ja, irgendwelche neuen Szenarien entwerfen als das, was wir immer, immer wieder hören. Die sind ausgebremst durch Uranus und Neptun, weil die rückläufig sind. Und die, wie gesagt, dieses Paket von wir wollen jetzt partout, dass das so passiert, wie wir es wollen und total geregelt, wie es sein soll. Saturn, Pluto, Jupiter, die sind total an der Macht. Und das ist, warum es gerade, also auf jeden Fall in meiner Perspektive hier extremst anstrengend ist. Finde ich total super. Ich finde, das ist genau das, was du, also was du ausdrückst, passiert auch echt gerade. Ja, Super, danke. bitte. Und was wir uns einfach merken sollten, ist, wir können gerade nichts ändern an den Situationen, in denen wir stecken. Ja? Wir laufen hier, oder die Planeten haben quasi gerade so eine Endspurt-Mentalität, wie wir das aus Actionfilmen kennen. Ja, es muss jetzt alles gemacht werden, wie wir das wollen. Wir können das Beste, was wir tun können, ist, ruhig zu bleiben und immer wieder uns auf uns selbst zu zentrieren, in unserer Mitte zu bleiben. Hier in Hamburg haben wir auch den Krebsaszendenten und einfach nicht dieses Theater da draußen mitzumachen. Auf welcher Seite wir auch immer stehen, ist total egal, weil die Waage sagt uns immer, beide Seiten oder alle Seiten, wenn es nicht nur zwei Seiten gibt, haben ihre absolute Berechtigung. Und es wäre gut, wenn wir gerade alles einfach sein lassen. Und das ist natürlich sehr schwer, wenn man jeden Morgen zu Nachrichten aufwacht, die nichts, wirklich gar nichts Gutes sagen. Und dennoch können wir am besten was Gutes tun, wenn wir uns nicht von welcher Seite auch immer beeinflussen lassen, sondern immer wieder auf unseren inneren Standpunkt zurückkommen. Und diese Energie, die jetzt hier angestoßen wird, die wirkt natürlich einen ganzen Monat, ja, von Neumond zu Neumond. Jetzt gerade heute ist ein besonders anstrengender Tag, weil es halt kurz vor Neumond ist und der Merkur gerade rückläufig geworden ist. Und wir sollten, glaube ich, wirklich, wie gesagt, diese 3 Wochen, die jetzt kommen, bis zum 2.11. ruhig bleiben, aber wenn wir uns die Zeit nehmen, sogar noch bis zum nächsten Neumond, nicht so viel zu machen, fahren wir besonders gut. Ja, und das ist das Wichtigste für mich, was derzeit Sache ist.